Und würde jetzt einfach so ein bisschen das kanalisieren wollen, wenn jetzt gleich die großen Fragestürmen auftauchen, an denen die Frage als erstes gehen soll. Und eigentlich als gute Moderatorin muss ich ja auch eine Eisbrecherfrage haben. Und meine Eisbrecherfrage wäre, okay, der Aspekt der Zusammenarbeit, um den es ja hier bei der Konferenz nochmal geht, wie macht der sich aus Ihrer Sicht besonders deutlich, wenn es, also bei Ihnen ging es um die Relevanz, bei Ihnen ging es um die Standards und bei Ihnen ging es um die Systematisierung. Wo taucht denn da besonders deutlich der Aspekt der Zusammenarbeit auf? Also erstmal muss man zusammenarbeiten wollen und dann finden sich auch Wege, denke ich. Also dann muss man sich auf irgendwas einigen, in welcher Form. Also dass man gleiche Standards findet oder auch erstmal gemeinsame Begriffe findet. Das kam bei Ihnen vor. Ja, aber so das Erste ist, glaube ich, so der Wille überhaupt. Ja, naja, ich würde sagen, so, wenn man irgendwo arbeitet und mit dem, was man da schafft und tut, eine Relevanz entfalten möchte, sei das nun einfach, dass die Aufgabe hat, anderen dabei zu helfen, Sachen rauszubekommen, einen Zugang zu Informationen zu bekommen oder selber Aussagen zu treffen, dann muss man zunächst einmal, und das ist die absolute Grundvoraussetzung, das, was man tut, in eine gewisse standardisierte Form bringt. Sei das nun der einzelne Datensatz oder sei das die Kategorie, die man anwendet auf das jeweilige Vermittlungsformat. Und ich glaube, also es macht alles keinen Sinn, wenn man nicht nach dieser ganz bestimmten Art der Relevanz strebt. Das hat jetzt nichts mit der Relevanz bei Wikipedia zu tun, die Relevanz, die ich meine, sondern wie wird das und von wem wird das rezipiert? Und will ich dort eine möglichst breite Gruppe haben, die Inhalte, die erzeugt werden, rezipiert werden? Und dafür brauche ich diese Standardisierung, und zwar auf dem möglichst höchsten Niveau und am besten so, dass man sich eben darauf einigt, das jeweilige. Macht man das nicht, dann wird man eben nicht gefunden und dann bleibt man irrelevant. Denn das kommt alles, und das ist ja meine These, es kommt nicht von selbst und es wird nie wieder von selbst kommen. In 10, 15, 20 Jahren ist das sozusagen weg. Ja, ich würde da gerne vielleicht noch was ergänzen. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, es geht erst um die Relevanz. Ich muss wirklich ein gemeinsames Ziel erreichen wollen, ich muss wirklich sehbar sein. Aber dann gibt es auch die unausgesprochenen Regeln, die Herr Voss vorhin genannt hat, und die ungeschriebenen Regeln. Ich muss mich an die Standards nachher auch halten. Und wenn ich die dann eventuell ändern möchte, muss ich auch wieder eine gemeinsame Übereinkunft treffen, dass ich die Standards ändern möchte. Und dann auch wieder nicht davon abweichen und sagen, ach, das ist doch alles sowieso nur Geplänkel und nur irgendwelche Lippenbekenntnisse, die wir da getroffen haben, sondern ich muss dann auch verlässlich sein. Ich muss mich auch wieder dynamisch zeigen, eventuell noch mit der Zusammensetzung ändern. Und ich muss mir immer bewusst sein, ist dieses Ziel noch aktuell, was wir gehabt haben, und es auch ansonsten vielleicht aufkündigen und bekannt geben, so wir halten uns jetzt nicht mehr dran, wenn ich sie auch nicht ändere, aber ich setze sie vielleicht auch außer Kraft. Ja, vielen Dank. Das Eis ist hoffentlich jetzt gebrochen. Da hinten sehe ich auch eine Wortmeldung, eine zweite Wortmeldung. Die Mikros kommen zu Ihnen geflogen. Schönen Tag, mein Name ist Rudolf Sauer. Ich habe eine Anregung für Herrn Voss für gute Standards. Er soll das Pipi-Langstrumpf-Prinzip einführen. Ich denke mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Okay, das wäre dann vielleicht auf der Folie, wo es bei den Beispielen vielleicht? Pipi-Langstrumpf kann ich leider nicht als Bild nehmen, da habe ich nicht die Creative Commons Lizenz. Ah ja, ganz klar. Hier vorne war noch eine Wortmeldung. Mhm.
Ja, eine Anmerkung vielleicht zu Herrn Hinter, beziehungsweise auch eine Frage. Und zwar, Sie haben sich darauf bezogen, auf das Jubiläumsheft der NRW. Jetzt ist es mir letzte Woche so gegangen, dass ich die NRW online aufgemacht habe, Beck und die vielen, und mich gewundert habe, wo kommen diese Artikel und diese Urteile her? Das ging von Caroline von Monaco über, also ganz historische Urteile des BGH, die keinen Zusammenhang miteinander hatten. Sie haben gesagt, Sie haben von dem Jubiläum über Social Media erfahren, ich habe das verpasst. Glauben Sie, dass diese Vielfalt an Informationsquellen einfach auch zu einem Problem führt, weil es war eben auf der Startseite der NJW im Back Online nicht ersichtlich, dass das ein Jubiläumsheft ist. Das habe ich jetzt gerade erfahren und jetzt kann ich mir auch erklären, wo diese seltsame Artikelauswahl herkam. Sie sehen, die Vielfalt der Informationen ist wichtig. Wenn Sie heute nicht hier wären, hätten Sie es immer noch nicht gewusst. Ne? Nein, aber natürlich müssen die auch wieder gewisse Standards haben. Ich muss mir sicher sein, was möchte ich für Informationen weitergeben, was ist mir wichtig. Ja, und ich denke, da kann man aber auch bestimmte Standards nicht setzen. Das wird sich auch im Laufe der Zeit wieder mit irgendwelchen Seiten aufrufen, wahrscheinlich regulieren, was da wieder relevant ist, was der von Notz eben gesagt hat. Aber habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Hinte, in Ihrem Vortrag, dass es auch darum geht, dass ich als User sozusagen meine eigene Systematik entwickle, um entscheiden zu können, über welche Kanäle möchte ich mich denn informieren, also diese Mündigkeit des Users? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir Datenbankschulungen machen, da gibt es immer unterschiedliche Einstiege. Es gibt halt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt bestimmte Wege, was mir am besten passt, welche Oberfläche mir am besten gefällt und so weiter, wenn ich das substituieren kann. Das ist halt das Wichtige. Ich muss zu der Information gelangen, die ich brauche. Also ich kann eben, wie gesagt, nicht Hähnchenfleisch mit Rindfleisch ersetzen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt diesen Artikel brauche, dann muss ich wissen, wie ich da rankomme. Aber der Weg ist völlig egal. Und den muss ich mehr herausfinden. Da muss ich meine persönlichen Standards setzen. Es gibt ja so häufig auch irgendwelche Überarbeitungen von irgendwelchen Websites, Relaunches und so weiter. Oder ich habe mir die Rechte an diesen Artikel nicht gesichert, ich habe jetzt das nicht mal lizenziert, die Datenbank, dann kann ich gar nicht mehr darauf zugreifen. Dann muss ich ja eine alternative Möglichkeit haben, dass ich nicht verdurste, dass ich das Wissen immer noch bekommen kann. Danke. Hier vorne in der Mitte vom Gang. Danke. Christian Groh vom International Tracing Service. Ich glaube, ich bin eine kleine radikale Minderheit als Archivar hier. Und Archivare haben ja so ihre Schwierigkeiten mit Standardisierung und Standards. Darum habe ich eine Frage konkret an Herrn Forst oder eine Anmerkung auch, aber im Sinne der Zusammenarbeit vielleicht auch an alle. Wir versuchen gerade, weil wir Zugang verbessern wollen zu unserem Archiv, Standards einzuführen. Haben das zum Teil auch gemacht. Wir teilen Daten mit Portalen und Sie sehen jetzt zum Beispiel dran, wir haben sehr, sehr viele geografische Daten erfasst in unserer Datenbank, aber nicht standardisiert. Also die Regel hieß bisher immer, dass wir das in die Datenbank aufgenommen, was auf dem Dokument steht. Und wenn da Hannover falsch geschrieben ist, dann wird das falsch genommen. Nun wollen wir Geodaten erfassen und wir haben das lange diskutiert zwischen den Archivaren und den Anwendern bei uns und alle 20 Regeln, schlechten Regeln, die Sie gezeigt haben, alles kam zur Diskussion. Welchen zeitlichen, historischen Schnitt nehme ich? Nun haben wir das Pech, wir beschäftigen uns mit NS-Verfolgung, ihren Folgen, das sind die letzten 80 bis 100 Jahre in unserem Archiv abgedeckt. Leider hat sich da geografisch an den Bezeichnungen, auch an den Grenzziehungen ziemlich viel getan und da fängt es schon an. Wir brauchen aber auch die Landkreise. Welche Landkreise braucht ihr, die von heute oder die von 1945 oder von 33 oder 8? Also alles dabei. Können wir Standards gemeinsam entwickeln in der Zusammenarbeit? Können wir sowas wie Standards in the Flow machen? Das war so. Ja, sicher. Also zunächst muss geklärt werden, was ist denn das Hauptanwendungsziel? Ne? Also wenn es erstmal nur darum geht, überhaupt die Sachen irgendwie zugänglich zu machen, super, so rausziehen, wie es ist. Wenn es darum geht, möglichst authentisch, dass man sehen kann, was da auf den Akten draufsteht, dann ist es, denke ich mal, passend, so wie Sie es jetzt machen. Wenn es darum geht, Recherchemöglichkeiten über Geokoordinaten, ja, da muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen, wo die herkommen. Und da dann halt, ja, was gibt es schon? Also ich würde mir erstmal Periodo angucken, Periodic Ontology oder so. Also das ist jedenfalls, gibt es da ein Verzeichnis, wo auch historische Zeiträume erschlossen sind und es gibt halt auch Bestrebungen, dass eben Ort- und Geo-Objekte eben zeitlich verortet werden. Das ist im Einzelfall natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber ja, na, da muss man sich das wirklich im Einzelnen angucken, ja, aber es ist möglich. Ich würde mir wünschen, in dem Fall sozusagen aus Nutzersicht, dass ich nicht wählen muss und nicht selber denken muss. Also mir fällt ein Schlagwort ein
und die Standards führen mich zu den relevanten Ergebnissen in, beziehungsweise die Logiken, die entwickelt werden, weil das entsprechend hinterlegt ist. Also ich kann den historischen benutzen, ich kann den vor 90 Jahren, ich kann den ganz aktuellen oder ich kann die echten Koordinaten eingeben. Es führt mich zu dem Suchtreffer. Ja, erstmal vielen Dank für die Ausführungen und für die Veranstaltung überhaupt. Bin ich zum ersten Mal dabei. Irene Sieg, Lektorin, Übersetzerin, Autorin. Ich wüsste gerne mehr über diese Veranstaltung in Berlin, weil ich zufällig zu dem Zeitpunkt auch da bin. Dann habe ich eine Frage an den Herrn von Notz. Was ist eigentlich Ihre Forderung? Ich denke, bei den Museen ist es sehr wichtig, dass kreative, vielleicht auch jüngere Leute zusammen mit Älteren gute Ideen entwickeln. Es kommt also nicht unbedingt auf Knöpfchen drücken, Digitalisierung drauf an, obwohl ich letztens in so einem naturkundlichen Museum war, wo ich wirklich sehr interaktiv da Knöpfchen drücken konnte und so weiter. Also was ist Ihre Forderung? Dann zu den Punkten, die Sie ansprachen. Dann natürlich mehrfach kam mir dann das Wort, das tolle Internet und so weiter. Ich wehre mich ausdrücklich als Fan dieser wunderbaren Nationalbibliothek mit sehr schönen Enzyklopädien, Glossaren, Brockhaus in 30 Bänden und Lexika aus dem 17., 18. Jahrhundert gegen diese Glorifizierung des Internets. Wir müssen den Altvorderen, oder ja, wir sollten den Altvorderen sehr dankbar sein. Ich habe gestern auch im Filmmuseum diesen Film gesehen, diesen wunderbaren Film über Oppenheim. Da kam das auch durch. Also diese Dankbarkeit den Ahnen gegenüber. Und wir haben diesen Menschen sehr, sehr viel zu verdanken, diese uralten Enzyklopädien, Lexika und so weiter erarbeitet haben. Ja? Also das nur nebenbei. Wie gesagt, das war auch ein Ergebnis von dem Film. Drüben auf dem jüdischen Friedhof liegen sehr viele. Die Monumente sind noch da, denen die Menschheit einiges zu verdanken hat. Gerade die Menschen hier in der Stadt. Ja, also ein Lob den alten Enzyklopädien und den Machern. Und die Jüngeren haben sich ja auch dieser Werke bedient. Wo sind da manchmal die Quellen, frage ich mich. Es gibt auch viele Fehler. Und natürlich im Hochschulbereich ist es so, dass die Profs ja oft oder meistens nicht diese Wikipedia-Zitate haben wollen, außer in Ausnahmefällen, Bildquellenangaben und so weiter. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Meine Hauptforderung ist, dass museale Einrichtungen, aber auch Gedächtnisorganisationen vielleicht im Allgemeinen nicht darauf warten, dass Nutzer und Benutzer und Besucher in ihre Räume kommen und dass bei der ganzen Kreativität der Vermittlungstätigkeit nicht nur innerhalb der Räume gedacht wird, sondern dass diese Inhalte nach außen getragen werden. Und da ist das Internet bzw. die Möglichkeiten, die sich über das Internet ergeben und der Verbreitung von Informationen, das ist einfach nur ein Instrument. Das ist einfach nicht gut, nicht schlecht. Man kann das auch in Printform machen. Also wir geben bei der Stiftung Historische Museen Hamburg eine Zeitschrift heraus, die kann man am Kiosk kaufen. Das ist so ganz klassischer Print, aber dient genau der Funktion. Und ich glaube aber, dass sozusagen über die Möglichkeiten des Internets sehr viel günstiger sein kann und dass da vor allen Dingen die Möglichkeiten der Verknüpfung und Vernetzung mit anderen dafür Sorge trägt, dass die eigenen Inhalte an Relevanz gewinnen beziehungsweise die Relevanz erhalten bleibt. Und da können wir feststellen, dass für die Kanäle, die medialen Kanäle, die insbesondere über das Internet angeboten haben, wir nicht die richtigen Techniken zurzeit, die richtigen Strukturen innerhalb der Organisationen haben, die das auf das jeweilige Medium anpassen. Das muss man aber. Man kann nicht einfach einen Buchtext im Internet veröffentlichen, der ist dort eher schwer lesbar, beziehungsweise wird dort nicht so rezipiert wie Inhalte, die extra dafür geschrieben werden. Und das hat auch mit dem Phänomen zu tun, dass ja viele Externe glauben, dass die Inhalte fertig in der Schublade liegen. Das tun sie nicht, sondern sie müssen jeweils neu erarbeitet und interpretiert werden. Und bei dieser Arbeit, die getan wird, muss man das Digitale automatisch mitdenken. Und man muss automatisch mitdenken, dass man es nach draußen bringt, weil die Rezeptionsmöglichkeiten nicht automatisch kommen werden und es wird immer weiter weniger werden, wenn man das nicht tut. Möchten Sie das noch ergänzen? Ich wollte nur einen kurzen Hinweis, eine kurze Antwort auf die Frage geben, was das für eine Veranstaltung in Berlin ist. Das ist der jährliche Workshop des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Die URL lautet urheberrechtsbündnis.de. Danke für diese Ergänzung. Dann hatte sich hier vorne Jens Best gemeldet und
da hinten einen noch die Dame. Ja, noch gut sein. Ich wollte noch mal fragen, also Organisation von Informationen, mir kommt es eigentlich so vor, als wäre das Problem gar nicht die Standardisierung, um die es jetzt sehr viel ging. Also natürlich müssen diejenigen, die mit Informationen arbeiten, sich irgendwie abstimmen und da sind Standards natürlich nicht schlecht. Aber die große Herausforderung sehe ich doch eher in der Kontextualisierung. Und dadurch, dass eben das Digitale eine variable Kontextualisierung zulässt, die sich an den Fähigkeiten des zufällig oder nicht zufällig vorbeikommenden Lesenden, beobachtenden Museum, digitalen Museumsbesuchers oder wie auch immer man, also die Person, die Kontext erfahren möchte. Und wir hatten ja früher quasi relativ starre Kontextualisierungen, da wurde entschieden, wie etwas rübergebracht wurde und das war dann so. Jetzt hatten wir diese Auflösung des Kontextes und ich sehe das mittlerweile auch als Problem. Also in der Wikipedia zum Beispiel, da gibt es anscheinend irgendein Bild eines ideellen Lesers. Ja? Aber die Frage ist natürlich, welche Information sollte in einem Artikel stehen, damit der Kontext da ist? Und wir haben auch sehr viele Probleme mit der Auflösung des Kontextes. Viele Leute würfeln sich ihre Informationen mittlerweile im Internet zusammen, machen irgendwelche Verschwörungstheorien, irgendwelche Fake News, die natürlich sich relativ einfach enttarnen lassen, weil sie einfach blödsinnig zusammengewürfelt sind, die aber dann trotzdem irgendwie plötzlich Millionen von Anhängern haben. Für mich, das bricht sich runter, zum Beispiel in der Wikipedia, auf die Frage, wenn ich in einem Artikel über einen AfDler schreibe, dass er Frühsexualisierung oder Umvolkung, also Propagandabegriffe benutzt, soll ich in diesem Artikel schreiben, dass das ein Schlagwort ist? Soll ich dazu einen Halbsatz ergänzen, der eine sachlich beschreibt, was denn dieses komische Wort Frühsexualisierung zum Beispiel bedeutet oder Umvolkung? Oder reicht es einfach, den Link zu haben auf den Artikel? Und für mich ist halt die Frage einfach, wie viele Leser gehen denn auf den Link und wie viele Leser gehen nicht auf den Link und wird dadurch dieses Wort, was ja ein Unwort ist, was ein unsachliches Wort ist, gepusht. Also die Verantwortung fängt manchmal schon beim Adjektiv an, möchte ich sagen. Und jetzt ist die Frage, also für mich ist das alles Kontext. Kontext in Bezug auf die Menschen und wie geht man als Profi, Informationsvermittler, das sind ja jetzt drei unterschiedliche Richtungen, sehen Sie auch das Problem eher im Kontext oder eher in der Information? Und ist das überhaupt eine Frage, die man sich stellen sollte? Also ich glaube, die Frage zu stellen ist schon wichtig. Ich glaube, dass viele Fehler gemacht wird bei der Beantwortung. Und die, um bei dem Artikel über einen AfDler zu bleiben, und der verwendet dann auch das Wort Umvolkung, also ich kannte das Wort jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, was ungefähr gemeint ist, aber ich würde draufklicken, weil ich es nicht so genau weiß. Und das finde ich ja das Tolle, ich kann dann weiterklicken und wieder zurückklicken und was anderes finden. Aber das, wir können nicht vorhersehen, aus welchem Grund ein Wikipedia-Artikel aufgerufen wird. Ob es wirklich um eine, was vertritt die Person für eine Ideologie oder wann hat er Geburtstag? Vielleicht steht das ja bei Wikipedia. Oder hat er wirklich an der Hochschule promoviert. Das heißt, gerade bei solchen allgemeinen Informationen wird das Spektrum derjenigen, die als Zielgruppe für die Information die Kontextualisierung in Frage kommen, besonders breit, umso allgemeiner und unspezifischer bleibt man. Was nun für Kulturinstitutionen es bedeutet, ist das eine große Gefahr. Nämlich, dass man sagt, wir wissen, also im Museum von 3 bis 99 und noch älter, alle Bildungsklassen, schwul, lesbisch, hetero, alles sozusagen, wir machen unsere Arbeit nicht für eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist frech gelogen. Wenn man sich nämlich nicht entscheidet, dann ist die Zielgruppe, sind es die Kollegen. Und die Kollegen sind die Kuratoren, die in eine, die hochspielen, fachspezifisch sozusagen Vorkenntnisse besitzen. Und es entstehen die Dinge, vor denen ich besonders Angst habe, so Kuratoren, die man einfach nicht versteht, die langweilig sind, wenn man die entsprechenden Kenntnisse hat. Also man muss sich auch bei dieser ganzen nach draußen gehen mit den Informationen immer entscheiden, für wen mache ich das? Wer ist die Zielgruppe? Nur wenn ich das tue, kann ich etwas Zugängliches, etwas Gutes schaffen. Wenn ich es lasse, dann bleibt auch das irrelevant.
Also dem möchte ich beipflichten. Das Beispiel mit Wikipedia ist natürlich schwierig, da sich Wikipedia auch an eine sehr allgemeine Zielgruppe berichtet und es eben immer, es gibt die Regel, es gibt nur einen Artikel. Also es gibt noch Projekte für Kinder, Wikipedia und so, aber das beiseite gelassen. Also da ist es natürlich nicht so einfach, nur zu sagen, dass das Problem ist, weil ja der Kontext verloren geht, dem würde ich nicht zustimmen, sondern es werden einfach viel mehr Kontexte und da müssen wir uns natürlich für eine begrenzte Anzahl von Kontexten entscheiden. Mit den digitalen Verknüpfungsmöglichkeiten kann man schon viel mehr Kontexte abbilden als einfach nur 1, 2, 3, sondern da mit maschinellen Verfahren auch, dass vielleicht Texte oder halbautomatisch generiert werden und sowas, das ist natürlich alles aufwendig. Aber es ist, wir können nicht einfach sagen, naja, inzwischen geht alles und es ist ja völlig kontextlos, sondern man hat immer einen gewissen Kontext. Hier müssen wir uns erstmal klar werden, was ist der Kontext, wo wir was wissen können oder welche Kontexte können wir denn anbieten? Ja, also, wenn ich Museum des Jahres werden möchte, dann mache ich aber doch vielleicht sehr viele Kuratorienausstellungen, oder? Nein, ich sage das auch wirklich, nein, das ist es auch nicht. Das kann nicht das Kriterium sein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Nein, es ist aber in so vielen Bereichen einfach so. Möchte ich viele Studierende anziehen, möchte ich eine forschungsstarke Universität sein, das ist halt wirklich alles immer, was die Sache ist. Und was ich jetzt fürchterlich finde in Köln, wenn ich mich nur nutzerorientiert orientiere, wir haben jetzt das Projekt Essen in der Bibliothek. Auf der einen, Essen in der Bibliothek, Mangiare, genau. Ja. Ja, nein, das wird dann evaluiert auch und so weiter. Eine Viertelstunde vorher erzählen Ihnen die Leute, unsere Bibliothek ist so dreckig, ist so schmutzig. Ja, aber wir machen das Projekt Essen in der Bibliothek, weil es die Nutzer wünschen. Ja, ich hatte gestern mit einer Kollegin gesprochen, Nutzer möchten jetzt gerne in den Büchern was anschreiben, dürfen sie auch zukünftig. Ja, also das ist immer der Zwiespalt, in dem man sich halt befindet. Hat jetzt nicht so viel mit Systematisierung zu tun, aber wenn ich mich zu stark an den Nutzerwünschen orientiere, ich muss schon eine Botschaft haben. Das ist aber auch mit den politischen Parteien ja so. Ich kann nicht nur dem Volkeswillen hinterherlaufen, ich muss schon irgendwelche Standards setzen und sagen, das möchte ich jetzt. Und da muss ich auch konsequent bleiben. Kann natürlich aber auch für bestimmte Bibliotheken gerade gut sein, alles zu erlauben. Also es kommt wirklich darauf an, was für eine Nutzergruppe. Wenn ich die Nutzerzahlen, jetzt kriege ich vielleicht sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ja. Nein, also wenn ich meine Nutzerzahlen hochmachen möchte und wirklich in allen Umfragezetteln von den Leuten, die halt gerne in der Bibliothek essen, alle das Häkchen bekommen möchte, dann kann ich das machen. Aber ich muss doch da auch Standards setzen. Ich muss doch wirklich sagen, was ist meine Hauptaufgabe? Ich muss das Bibliotheksgut den Leuten zugänglich machen. Ich muss nicht den Leuten Essen in der Bibliothek anbieten oder Essen ermöglichen. Was ist meine Aufgabe? Und daran muss ich mich eigentlich orientieren. Da geht es auch beim kulturellen Erbe halt darum, einfach nicht nur, wie mache ich es zugänglich, aber wie erhalte ich es halt eben auch einfach und ja, wie schaffe ich das wirklich auf vernünftiger Ebene. Wenn ich da nochmal nachfragen darf, also nach meinem Verständnis ist es ja so, dass durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, mehrere Kontextebenen parallel anzubieten. Und das setzt dann aber voraus, und das dachte ich, käme dann auch von Ihnen her, das setzt halt eben voraus, dass ich als User viel eher in der Lage bin, zu definieren, was sind denn jetzt die Kontexte, die jetzt für mich relevant sind. Was eben voraussetzt, dass der User sozusagen noch gebildeter ist, noch souveräner wird, noch mehr nicht nur die Wahlmöglichkeiten angeboten bekommt, sondern dass er auch in der Lage ist, diesen Wahlmöglichkeiten die auch für sich zu nutzen. Das hätte ich jetzt von Ihrer Wissenssystematisierung her erwartet. Aber es ist ja ein sowohl als auch, das ist ja das, was wir so unter dem Begriff der Partizipation Land auf Land ab diskutieren. Und Partizipation, und ja, eine Dame, die Lektorin, hatte es auch gerade erwähnt mit den Knöpfchen drücken im Museum. Das ist vielleicht eine besonders banale Form der Partizipation, aber das, was machen können, ist eben auch eine. Und so teilt sich die aus meiner Sicht in zwei Bereiche. Einmal sozusagen in der Teilhabe, der aktiven Teilnahme an der Vermittlung und dann aber auch an der Inhaltsgestaltung. Und bei der Inhaltsgestaltung wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Denn Menschen, ein Haupttrieb des Menschen oder Haupteigenes ist Narzissmus, das sind wir alle ein bisschen. Und Narzissmus sorgt immer dafür, dass man denkt, das, was man schon kennt, sei das eigentlich Relevante. Weil man es ja selbst ist, der das sozusagen denkt. Also so ein Automatismus. Und das
verbaut man sozusagen Neues kennenzulernen und auch neue Blickwinkel und so eine Multiperspektivität einzunehmen, verbaut das, wenn man diesen Teilhabemoment an der Programmgestaltung überbetont. Also ich wäre da sehr vorsichtig bei dem anderen, das sind auch Sachen, die großen Spaß machen können, aber es macht halt einfach auch manchmal Spaß, sich einfach schön in der Führung berieseln zu lassen und gar nichts selber zu tun. Also ich glaube, das ist dieses sowohl als auch und das erfüllt dann auch einen unterschiedlichen Zweck und da gibt es bestimmt auch den Mittelweg, was das Futtern in der Bibliothek anbelangt ist. Da wir ein bisschen jetzt mit der Zeit in Bedrängnis raten, wollte ich gerne noch die Dame, die sich gemeldet hat, zur Sprache kommen lassen und Miriam. Und dann müssen wir aber schon überleiten zu dem nächsten Vortrag. Bitte. Olivia Griese, Stiftung Haus der Geschichte. Ich fand diese Schilderung der neuen Relevanz, die Gedächtnisinstitutionen im Allgemeinen und Historische Museum auch im Besonderen immer wieder neu erobern müssen, gerade auch im digitalen Raum und gerade auch mit den Mitteln der Digitalisierung. Mich würde interessieren, ob aus Ihrem eigenen Haus oder auch aus anderen Häusern mal ein oder zwei Beispiele nennen könnten, wo das aus Ihrer Sicht schon sehr gut gelungen ist. Also ich fand zum Beispiel im DRM das LEMO-Projekt, ist ja ein bisschen gebasht worden in Sachen, aber das LEMO-Projekt ist meiner Ansicht nach von seiner Struktur und seiner Grundbüro-Systematik im Deutschen Historischen Museum ein schönes, interessantes Objekt. Ich glaube, das ist Projekt. Es hat, glaube ich, nicht die Verbreitung erfahren und die Zugänglichkeit erfahren, die dem Rechnung trägt. Ein anderes, wir haben das jetzt nicht so sehr im digitalen Bereich, sondern haben eben tatsächlich mit dieser Zeitschrift angefangen. Hamburg History Live nennt sich die. Die können Sie an jedem guten Bahnhofsbuchhandel kaufen und in ganz Deutschland und an Flughäfen. Und ist eine totale Special Interest Zeitschrift natürlich, betrifft jetzt die Hamburger Geschichte, aber das ist eben ein Format, was gerade nicht museal ist, aber gleichwohl in der Inhaltsdarstellung nicht banalisierend ist. Denn das ist ja immer die Gefahr, dass wenn man sozusagen mehr Zugänglichkeit schafft, dort immer breiter wird, dass man dann banal werden kann. Also wirklich in den Aussagen so schlicht, dann kann man es auch lassen, sozusagen. Aber das wären die beiden Beispiele, die mir gerade einfallen für dieses Hinaustragen der Informationen. Ansonsten arbeiten wir gerade an all diesen digitalen Projekten, aber solange wir nicht fertig sind, ist das auch mal heiße Luft sozusagen. Hast du dein Mikro schon? Ja, ja. Wunderbar. Ich glaube, du musst es nicht an. Jetzt ist es an. Jetzt ist es an. Gut. Ich würde gerne mich auch an einen Gedanken von Herrn von Notz anschließen. Wir sprechen im Museumsbereich oder diskutieren über so ein Phänomen wie Museum without Walls jetzt, also Museum ohne Mauern, Museen, die sich quasi nicht mehr ihre Relevanz über ihren Ort und die Besucherzahlen ihres Ortes ermessen, sondern über ihren Wirkungsraum, nicht nur im Digitalen, sondern auch, und ich finde, das muss man eben zusammendenken, auch im Stadtraum oder im regionalen Raum. Also eine stärkere Verschränkung letztlich aller Vermittlungsaktivitäten, sowohl im physischen wie auch im digitalen Raum. Und ich denke, das ist eigentlich das, wie ich mir auch eine Diskussion wünsche, über Zugänglichkeit und über Zusammenarbeit ist. Das ist der Grund, warum ich seit Jahren dafür plädiere, über postdigitale Formate nachzudenken, um diese Verschränkung sozusagen des Wirkungsraums im digitalen und im physischen Raum zusammenzudenken und das als einen Teil des Bildungsauftrags von Museen. Um daran anzuknüpfen, Frau Wenzel, es ist eben sozusagen ein Grundfehler, die Bereiche getrennt zu denken. Das ist eine also ich finde das schon so bescheuert, das digitale Leben oder so, das ist halt eine Lebenswirklichkeit, in der wir uns befinden. Und das eine hat dieselbe Bedeutung wie das andere. Das ist nicht, das eine ist nicht weniger wert oder so etwas, nur sozusagen, weil es nicht dinglich, sondern elektronisch ist. Dass die Häuser rausgehen müssen und dass wir diese Konzepte entwickeln müssen, die sozusagen auch Stadtraum erobern oder regionalen Raum, gilt aber ganz besonders für die historischen, die kulturhistorischen Museen und die Wissensmuseen im Allgemeinen.
vielleicht weniger für die Kunstmuseen, wobei ich mir da auch das eine oder andere vorstellen könnte, wo es sehr spannend sein könnte, wenn die auch außerhalb der Mauern stattfinden. Das, denke ich, ist ein wunderbares Schlusswort. Das Digitale hört dem Analogen nicht auf und damit können wir dann im Programm fortschreiten. Und